Ja, und ich glaube, auch die Aliens werden solch eine Explosion nicht aushalten. Ah, Gott sei Dank sind sie nicht atomsicher. Oh mein Gott, was für ein krasser Start in unser Let's Play mit einer Großinvasion. Na dann, schauen wir mal, was steht denn hier? Luftbilder von Croom Range zeigen, dass die Alienanlage völlig zerstört, dass die Anlage völlig zerstört ist durch die kombinierte Wirkung des Überraschungsangriffs durch unbekannte Kräfte und der ungeplanten Explosion geheimer Prototypmunition. Bergungsversuche für Mitarbeiter unter Technologie werden nicht empfohlen, da mit hoher Wahrscheinlichkeit gegnerische Kräfte vor Ort verblieben sind. Die Überlebenden dieses Angriffs beginnen an einem nicht näher genannten Ort mit der Begutachtung unserer Möglichkeiten für einen Gegenangriff. Truppenstatus. Kater, EP, Kills 56, EP, nicht wirklich, 7 und 1, oh mein Gott. Gewehre, gut, das haben wir alles Mögliche aufgesammelt, wir machen mal weiter. Nachdem er dem Angriff auf Croom Range nur knapp entkommen ist, begleitet Carter Fork einen geheimen Ort, um dort ihre nächsten Schritte zu Dingsbumsen Wir durchzugehen. sind in Sichtweite, Sir. Ich setze zur Landung an. Zentrale, hier Skyranger One. Bitte Landegenehmigung. Verstanden, Skyranger. Erlaubnis erteilt. Sie haben Landeplatz 3. Ein Loch im Boden reicht nicht, um die Dinger zu besiegen. Geben Sie es zu, Sie sind beeindruckt. Sagen Sie, was heißt Büro eigentlich? Bureau of Operations and Command. Nie gehört. Sie war nicht eingeweiht. Diese Basis sollte erst in einem Jahr in Betrieb gehen. Wir haben jeden Mann eingezogen, der für das Projekt vorgesehen war. Aber nun ja, wir werden etwas unterbesetzt sein. Direktor Falk, willkommen zurück. Die gehören zu mir. Wenigstens ist dieser Ort hier sicher. Und das soll auch so bleiben. Ich informiere alle Mitarbeiter um 3 Uhr. Kommen Sie dann in die Einsatzzentrale. Ich habe viel um die Ohren, Carter. Agent Weaver zeigt Ihnen alles. Hier unten, Carter. Kommen Sie. Als der Ivan in Sputnik hochschoss, bekam es die Führung mit der Angst. Dieses Projekt erhielt Top-Priorität. Inoffiziell natürlich. Das war's. Lass es so. Nicht mehr bewegen. Okay, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Carter, das ist Nico da Silva, Senior Field Agent. Nico, Sie teilen sich Ihren Arbeitsplatz mit Agent Willkommen Carter. Willkommen in der modernsten Anlage der Welt. Fork will, dass er schnellstens einsatzbereit ist. Der Zeitfaktor zählt. Zitat Ende. Okay. Tja, kommen Sie, unser Büro ist gleich hier. Ein harter Brocken, diese Weaver. So, da wären wir. Das da ist mein Tisch. Ihrer ist da drüben. Machen Sie es sich bequem, Will. Wie es aussieht, wird das Ihr Büro und Ihr Wohnquartier sein. Ich darf Sie doch Will nennen. Nein, dürfen Sie nicht. Also, ich nenne Sie nicht Agent Carter. Ich bin Soldat, aber so formal bin ich nicht. Ich ziehe William vor. Ja, ich ziehe Nico vor. Auch wenn meine Mutter darauf besteht, mich Nicholas zu nennen. Manches hat man eben nicht in der Hand. Ich sehe schon, wir werden uns schnell anfreunden. Freut mich. Mein Vorrat an Freunden ist in letzter Zeit stark geschrumpft. Was, das der Server? Fürs Erste, klar. Falls Sie Fragen haben, nur zu. Und noch etwas. Ja? Der Alte, Direktor Fork. Er ist schwer zu beeindrucken, aber Sie haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht nach der Lektüre Ihrer Akte. Die einzig freudige Überraschung heute. Was? Du hast meine Akte gelesen? Wie viele hier kennen meine Vergangenheit? Wir kennen uns alle. Keine Sorge, Sie dürfen auch alles über uns lesen. Der Alte findet, je mehr Bindung wir untereinander haben, desto effektiver sind wir. Beim Büro werden Sie sich ändern müssen. Hier arbeiten wir in Teams. Sie scheinen es eher gewohnt zu sein, allein zu operieren. Naja, ich bin es auch gewohnt, dass der Gegner ein Mensch ist. Nach einem solchen Angriff müssen sich alle ändern. Ich bin heute ein anderer Mensch als noch gestern. Wissen Sie?
Wie wahr? So, war er denn während des Angriffs wahrscheinlich hier unter der Erde in Sicherheit? Wo waren Sie heute Morgen? Auch was mitgekriegt von all dem? Nein, ich habe Daten zu einer Wetteranomalie gesammelt, auf dem Land. Irgendwas hat Fernseh- und Radiosignale gestört, alles außer militärische Geräte. Seit dem Angriff ist das weltweit überall das Gleiche. Die haben vor dem Angriff unsere Kommunikation lahmgelegt und damit unsere Koordination. Clever. Aber das hat uns auch geholfen. Können Sie sich die Panik vorstellen, wenn die Öffentlichkeit mitkriegt, dass Aliens angreifen? Kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn sie angreifen und nicht nur freundlich sind wie E.T. der Außerirdische. Erzählen Sie mir von der Organisation. Sie scheinen sich hier gut auszukennen. Normal arbeite ich nicht in dieser Anlage. Hat eigentlich keiner, bis heute. Ich bin bei der NSA, aber letztes Jahr war ich einem kleinen Team unter Direktor Falk zugeteilt. Anomalien? Welche Art? Verschiedene, aber alles übernatürlich. Vor ein paar Stunden klang das noch albern. Meist Wetterphänomene. Aber wir bargen auch Depots von diesem Ellerium. Wer ist sonst noch im Team? Es sollte eigentlich bis zum Ernstfall klein bleiben. Jetzt kommen Leute, die schon vorher dafür vorgesehen waren. Naja, wenn sie noch am Leben sind. Es waren schon Leute ausgewählt? Von wo? Vom Militär, Geheimdienst, DIA. Sogar einige Zivilisten. Keiner wusste, dass er ausgewählt war, bis der Anruf kam. Heute Morgen hat Falk das Projekt aktiviert und alle verständigt. Und wer war vorher hier? Ein paar Jahre lang nur ein paar Dutzend Spezialisten. Aber jetzt müssen wir viele neue Kräfte einarbeiten. Ja, und meine Buddies sind natürlich auch alle auserwählt. Und deswegen sind wir auch alle so toll. Ich muss mich erstmal hier orientieren. Wir reden später. Sicher, Will. Schön, Sie an Bord zu haben. Der Direktor will loslegen. Kommen Sie, sichern wir uns gute Plätze. Moment, ich muss erstmal deine Akte lesen, wenn du meine Akte gelesen hast. Name: James Carter, geboren Tulsa, Oklahoma, Eltern, Ausbildung, Ingenieurswissenschaften, Universität, Familienstand, verwitwet, Angehörige, berufliche Laufbahn. Verließ die Universität kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor, Eintritt in die Armee am 17.12.1941, war im Pazifik im Einsatz und erreichte den Rang eines Staatsfeldwebels, ehrenvolle Erwähnung für seinen Dienst im Burma-Feldzug, Dienst bis 25.10.45, danach Beendigung des Studiums mit Veteranenstatus. Kurz nach dem Examen 48 von der CIA als Außenagent angeworben. Seine Tapferkeit und Klugheit brachten ihm Beförderungen ein und persönliche Empfehlung von Director Hoover und Präsident Truman. Er war Spezialist für verdeckte Ermittlungen und diente oft Wochen oder Monate am Stück in Indochina oder der UdSSR. Während eines Undercover-Einsatzes in Laos im Jahr 1959 starben bei einem Brand in seinem Haus in Arlington sein Vater, seine Frau und sein Sohn. Oh mein Gott. Aufgrund der absoluten Kommunikationssperre während seines Einsatzes erfuhr Carter erst 1960, also ein Jahr später, nach dem Ende der Mission davon. Er gibt abwechselnd sich selbst und der Agency die Schuld an dieser Tragödie. Dies dürfte der Hauptgrund für sein Alkoholproblem sein. Nach mehreren Disziplinmaßnahmen im Dezember 1960 wurde William Carter nur noch zu Heimateinsätzen abkommandiert. Anhaltende Probleme führten zu einer weiteren Degradierung zu reiner Verwaltungsaufgabe 1961. Anmerkung des Direktors. Mirian, der Kerl ist aggressiv, temperamentvoll und verschlossen, aber er erledigt seinen Job. Ich empfehle ihn nicht, aber das Büro ist deine Abteilung. Wenn du auf ihn bestehst, empfehle ich keine langfristige Bindung. Der Mann war einmal ein Held, aber jetzt demontiert er sich nur noch mal selbst. Er taugt zu nichts mehr, andernfalls kann er noch als entbehrliches Kanonenfutter dienen. Oh, J. Edgar Hoover. Das war ja unsere Akte, ich Depp. Dann lesen wir jetzt mal die von Nico da Silva. Und wir haben ein kleines Alkoholproblem, wie man gelesen hat. So, Ausbildung internationales Recht, Universität New York, geschieden, berufliche Laufbahn. Eintritt beim Washington
Metropolitan, jetzt habe ich es. Metropolitan Police Department, 47 Beförderung bis zum Deputy Sheriff mit hohen Belobigungen für seine Außeneinsätze, wechselte zum FBI als Rechtsanalytiker. Während seiner Einstellungsüberprüfung entdeckte das FBI, dass Da Silva gar keinen Juraabschluss besaß. Er hatte das Studium wegen finanzieller Probleme abgebrochen und seine Werbungsunterlagen gefälscht. Deputy Da Silva verlor seinen Job am 24. Dezember 1951, was zum baldigen Ende seiner Ehe führte. Trotz allem war das FBI beeindruckt von Da Silvas Leistung im Polizeidienst und seinen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen. Daher stellten sie ihn am 14. Februar 1952 unter Vorbehalt als Agenten im Außendienst ein. Er zeigte dabei außergewöhnliches Geschick und erlangte sogar etwas Ruhm durch seine heroische Verhaftung des Bankräubers K.D. Carpenter, die er im Alleingang am 4. Februar 1955 vernahm. Trotz seiner Leistung wurde Agent Da Silva wiederholt in den Status Anstellung unter Vorbehalt degradiert, immer wegen verschiedener moralischer Bedenken, die seine außendienstliche Lebensweise betrafen. Nach einer peinlichen Verhaftung in New York, bei der er und eine Jazzsängerin einen Polizisten angriffen, beschloss das FBI 1959, ihn aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu nehmen. Auf Director Forks Anweisung wurde Agent Nico Da Silva dem Büro als verdeckter Ermittler zugewiesen. Also auch eine sehr lebhafte Vergangenheit hat er. Licht aus. Wir sind im Krieg. Einem anderen als erwartet. Groom Range, 21 Uhr. Überlebende, 6. In nur wenigen Minuten gelang es dem Feind, die strategische Kommandozentrale zu zerstören. Um 21:30 war das strategische Kommando ausgelöscht. Unsere gesamten Streitkräfte sind besiegt. Der Funk ist tot. Das rote Telefon wird nicht klingeln. Und darum übernehme ab sofort ich, Myron Falk, das Kommando über unsere verbliebene Landesverteidigung. Das Bureau hat den Auftrag, den Widerstand für den Fall einer erfolgreichen sowjetischen Invasion zu koordinieren. Der Auftrag bleibt der gleiche. Nur der Feind ist ein anderer. Wir haben es mit einem Gegner aus dem All zu tun. Seine Identität ist noch unbekannt. Aber eines ist klar, dieser Feind hat uns dezimiert. Seine Technologie ist der unseren um Jahrzehnte voraus. Wir müssen sie uns zu eigen machen. Seine Waffen werden zu unseren Waffen. Und dann werden wir ihn vernichten. Ich gebe neue Befehle. Überleben, anpassen, siegen. Willkommen bei XCOM. Hey, Will! Aufwachen! Was? Großer Gott, Carter, wieso sehen Sie nach dem Schlafen noch schlechter aus als vorher? Lass mich doch in Ruhe. Alles okay. War nur ein Traum. Ja? Muss toll gewesen sein. Na, sag mal ihm mal die Wahrheit. Lieber Gott, das war schrecklich. Ich dachte, damit bin ich durch. Womit? Nichts. Schon gut. Gibt es einen bestimmten Grund, dass Sie mich wecken? Ja, allerdings. Fox sucht Sie. Sie sollen zu ihm kommen. Sofort. Wir schlafen im Büro? Tja, kann mir wohl keiner vorwerfen, dass ich kurz gepennt habe. Schließlich ist das hier anscheinend Büro und Schlafquartier. Ja, da lässt dein Notfallplan hier und da wohl noch zu wünschen übrig. Ach ja, so wie damals im Wohnheim an der Uni, was? Ja. Nur, dass ich in Mrs. Hawthorns Pension in Terre Haute gewohnt habe.
Hatte mein eigenes Bad und alles. Ah, nobel der Herr. Was will denn Fork eigentlich von uns? Hat der Alte gesagt, was er von mir will? Anscheinend kennen Sie ihn noch nicht so gut. Der Direktor sagt grundsätzlich jedem nur, was er seiner Meinung nach unbedingt wissen muss. Und was mit dem Radio? Hatten Sie was über das Radio da gesagt? Oh ja, das billige Ding spielt normal den ganzen Tag Aufzugmusik. Aber neuerdings kommt immer so ein komisches Signal. Keine Ahnung, was damit los ist. Haben wir wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Doch, darum habe ich Sie auch damit in Ruhe gelassen. Aber wenn jemand von außen durch dieses Störsignal senden kann, naja, dann könnte das wichtig sein. Wer könnte mehr darüber wissen? Reden Sie mit Operator Trotsky. Sie ist Informationsoffizier für das Bureau. Überwacht den Funkverkehr, arrangiert Kontakte, regelt, was die Öffentlichkeit hört. Das alles. Ah, scheiß auf das Signal, ich will jetzt ein bisschen Jazz hören hier. Und so wurde also XCOM ins Leben gerufen und gegründet. Aus dem Büro entwickelte es sich, wie wir gelernt haben. Und ich fand es auch sehr geil, dass, wenn man sich erinnert an den Sky Ranger, ne? Aus dem ersten XCOM Let's Play, dieses Hightech-Ding. Und jetzt sieht man so diesen alten Hubschrauber, der da rumfliegt. Das ist auch Sky Ranger genannt wird. Sehr geil. Ich sehe mal nach, was der Alte will. Bis später, Will. Bei Director Fork melden. Muss das denn sein? Director! Wo bist du? Soldaten? Da oben? Wie komme ich denn da hoch? Natürlich über die Treppe, was sonst? Irgendwie ruckelt es mir noch ein klein wenig. Sie waren noch dabei. Sie haben selbst gesehen, wozu er fähig ist. Ja, ja, aber... Seine Akte vermittelt ein anderes Bild. Ja, seine Akte. Notiz. Des Sicherheitssystems. Das autarke Überwachungssystem wurde in mehreren Haupträumen und den Fluren installiert. Es deckt damit alle wichtigen Bereiche des Stützpunktes ab. Und wie Sie wünschten, haben wir in Ihrem Büro ein Kontrollsystem dafür eingerichtet. Aufnahmen sind ebenfalls möglich, aber einige Mitarbeiter haben Bedenken wegen Kameras in Wohn- und Hygienebereichen geäußert. Ich habe ihnen geantwortet, ich hätte Verständnis dafür, aber wenn es um mögliche Infizierte könnten wir gar nicht vorsichtig genug sein. Sie können davon ausgehen, dass das komplette Überwachungssystem in Kürze einsatzbereit ist. Oh, wir werden überall überwacht, auch auf der Klo-Toilette, Dingsbums.